Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich stehe hier mit dem Brego, der in der brandneuen Bibi und Tina Serie den Tricky gespielt hat. Denn wie viele von euch wissen, waren wir ja letztes Jahr von Mai bis August im wunderschönen Brandenburg und haben dafür die Serie gedreht. Ja, und jetzt ist es endlich soweit. Sie ist draußen. Seit dem 3. April könnt ihr sie bei Prime Video sehen. Und ich habe heute die große Ehre, euch ein kleines Making-of zu zeigen. Von der Zeit, wo Brego und ich am Set gewesen sind, und ich habe mich für eine der spannendsten und vielleicht auch aufwendigsten Pferdeszenen entschieden. Das ist nämlich die Szene aus Folge 7 und 8, die ist so ein bisschen übergreifend, wo Allegro weggelaufen ist und über die Straße galoppiert und Bibi und Chico mit Sabrina und Tricky ihm hinterher galoppieren und ihn dann auch schlussendlich einfangen. Ich habe das Gefühl, dass das sehr viele Leute interessieren könnte, wie das zustande gekommen ist. Und davon habe ich einiges Material für euch, was ich euch gerne in diesem Video zeigen würde. Ich hoffe, das interessiert euch und ja, viel Spaß beim Video. Die folgenden Aufnahmen wurden von speziell ausgebildeten Pferden der Filmpferdekom durchgeführt. Was ihr hier sehen könnt, ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Es war ein schöner Morgen am 25. Juli 2019, als wir uns für diese Szene zum ersten Mal in Buko getroffen haben. Das ist eine Stadt in Brandenburg. Und wir haben dort insgesamt 2 Tage verbracht, wobei der erste Tag komplett den Proben galt. Das heißt, da hat sich dann nur das Stunt-Department getroffen, also die Abteilung für die Stunts. Da gehören eben alle Pferdebesitzer und Trainer dazu, die Horsemaster, aber auch die Stuntfahrer. Also wir hatten extra Leute, die die Autos gefahren sind für diese Szene. Und wir waren komplett unter uns am ersten Tag und am zweiten Tag wurde dann tatsächlich erst gedreht. Die betreffende Straße war für die gesamte Proben- und Drehzeit für uns gesperrt worden. Lediglich der Bus durfte in regelmäßigen Abständen einmal durchgelassen werden. Da sehr heiße Temperaturen erwartet wurden, haben wir die Paddocks der Pferde im Schatten aufgestellt und haben uns dann danach auf der Straße versammelt. Und unser Horsemaster, der Simon, hat uns dann erstmal mit Vorlagen auf dem iPad erklärt, wie die ganze Szene aussehen soll und wie die verschiedenen Kameraeinstellungen geplant sind. Simon hat sich dann mit einem Handy-Gimbal auf unserem Stunt-Auto positioniert, damit wir nach den Proben einmal anschauen konnten, wie die Aufnahmen eben ungefähr aussehen würden. Währenddessen wurden die ersten Pferde fertig gemacht. Für die Rolle des Allegro hatten wir hier insgesamt 4 verschiedene schwarze Pferde vor Ort, 2 Stuten und 2 Wallache, wobei jedes Pferd eben seine ganz persönlichen Vorzüge hatte. Das eine Pferd war ruhiger, das andere konnte schneller rennen. Was sie aber alle 4 konnten, war frei von A nach B zu laufen. Wie ihr hier so sehen könnt, haben wir zuerst mal den Fahrradweg mit Stecken und Litzen abgetrennt, damit das Pferd erstmal so eine ungefähre Richtung hat, wo es langlaufen soll. Allegro läuft ja am Anfang auf dem Fahrradweg und wechselt dann später auf die Straße. Das hier ist die Stute Tate, die wir da als erstes ausprobiert haben. Und am anderen Ende könnt ihr Bregos Double sehen, den Neumond, denn die beiden kommen aus einem Stall und der Neumond ist hier quasi das Bezugspferd für die Tate, damit sie erstmal weiß, wo sie hinlaufen soll. Als das dann gut funktioniert hatte, haben wir die Pferde Tricky und Sabrina dazugeholt. Das waren in diesem Fall Brego und Ulisha, also auch die Hauptpferde für diese Rollen. Sowohl Brego als auch Ulisha hatten ja Doubles. Beim Brego ist der Neumond nicht so oft zum Einsatz gekommen, aber das Double von Ulisha war Finessa, ihre Freundin aus dem gleichen Stall, und die hat die meisten Galoppszenen übernommen. Die beiden wurden dann erstmal in Ruhe warm geritten. Ich habe Brego bereits zu Hause mit einem Spezialbeschlag ausstatten lassen. Das waren so Alueisen mit Anti-Rutsch-Einsätzen. Bei manchen Pferden hat es super funktioniert, bei Brego leider weniger. Es liegt ein bisschen daran, dass er als Spanier so mit den Vorderbeinen paddelt und somit waren die Eisen dann bereits nach 2 Galopps blank. Unsere Reiter für heute waren Anton und Jalina. Der Anton hat auch die meisten Reitszenen mit dem Brego gedoubelt als Chico. Ein paar Szenen wurden aber auch vom Dennis geritten, der hier gerade am Boden steht und den Starter für die Tate macht. Der schickt die also immer los. Und auf der Ulisha sitzt die Janina. Das war aber nur für den Probentag so, denn eigentlich ist das Bibi-Double ja die Kaya. Die war aber an dem Tag noch am Ostwind-Set als Ari unterwegs. Da dieser Durchgang sehr zufriedenstellend war, die Tate jetzt auch erstmal frei. Ihr könnt sie im Hintergrund mit Bregos Double Neumond sehen. Und jetzt sind wir zum nächsten Pferd übergegangen, weil wir ja alle einmal ausprobieren wollten. Das ist der Wallach Fuego. Im nächsten Durchgang seht ihr gleich Fuegos Kumpel, das ist der Wallach Tequila. Läuft doch. Ja.
Und jetzt zeige ich euch das vierte Pferd im Bunde. Das ist die Stute Stacy. Und ihr werdet sehen, dass sie einen viel ruhigeren Charakter hat als die anderen drei Allegros. Die nächste Aufgabe bestand darin, auf der Straße hinter dem fahrenden Auto her zu galoppieren, auf dem dann später die Kamera stehen sollte. Das seht ihr hier am Beispiel von Tequila. Ja, und so verging der Vormittag. Wir hatten dann erstmal Mittagspause, konnten uns was zu essen holen und die Pferde durften auf den Paddocks im Schatten entspannen. Danach wurden die Autos geholt, denn der Kieslaster aus der Serie wurde erstmal durch einen Pferdeanhänger ersetzt, da wir an dem Tag ja keinen Laster zur Verfügung hatten. Und wir hatten natürlich wieder einige Zeit für Blödsinn. Und weiter ging es mit den Proben. Hier sollte Fuego zwischen den beiden fahrenden Autos entlanglaufen, weil das ja in der Serie so aussehen soll, wie als käme er ihnen entgegen. Und 3, 2, 1 und bitte! Oh, stopp. Für solch eine Szene braucht man ein mutiges Pferd. Für die nächste braucht man ein gelassenes Pferd. Denn hier geht es darum, dass die Autos vor dem stehenden Pferd anhalten. In der Serie ist es letztendlich so geworden, dass das Pferd vor den Autos durchpariert. Ursprünglich war aber mal geplant, dass das Pferd schon steht und die Autos vor ihm eine Vollbremsung machen. Dafür braucht man natürlich ein Pferd, was keine Angst hat, und das üben wir hier gerade Schritt für Schritt mit den heranfahrenden Autos. Das hier ist die Stacy, also die ruhigste Vertreterin unserer Allegro-Pferde, und da kann man eben mal sehr gut sehen, dass man so einen Charakter für die Rolle eben auch braucht. So ging unser Probentag erfolgreich zu Ende und wir freuten uns natürlich schon auf den nächsten Tag. Frühmorgens ging es dann am Drehtag, dem 26. Juli, mit all unseren Pferden und Anhängern zum Set. Und das Erste, was Jimmy und ich gemacht haben, war, dem Brego einen neuen Anti-Rutsch-Beschlag zu verpassen. Das Ganze war ein bisschen Marke Eigenbau, weil ich hatte mir am Abend vorher bei einem Autogeschäft ein paar Gummischläuche besorgt, die wir ihm dann hier mit Tape unter die Hufe gemacht haben. Dann trudelten auch schon die Reitdoubles Anton und Kaya in ihren Kostümen ein. Und Kaya nutzte heute Ulishas Double Finesa, da doch relativ viele Galoppszenen auf dem Plan standen. Hier ging es um die Szene, in der Allegro vom Fahrradweg auf die Straße wechselt, weil von rechts ein Auto angefahren kommt. Hier ist natürlich das perfekte Timing von allen Beteiligten ausschlaggebend. Szene im Kasten und nun geht es darum, dass Chico und Bibi dem freilaufenden Allegro auf der Straße hinterher galoppieren, und zwar in Form von einer Kamerafahrt. In der Mittagspause gab es mal wieder viel Zeit für Blödsinn. Die beiden Figuren hier, das sind Dummies, die in dem einen Auto sitzen, damit da nicht die ganze Zeit echte Kinder drin sitzen müssen, während zum Beispiel aus der Ferne gedreht wird. Dann erkennt man das ja gar nicht so richtig, ob das Dummies oder ob das echte Kinder sind. Nach dem Mittagessen gab es kurz Zeit für ein kleines Fotoshooting mit Bibi, Chico und ihren Pferden Sabrina und Tricky. Und dann ging es in den Endspurt, denn am Ende haben wir noch die Szene gedreht, bei der Chico und Bibi Allegro schlussendlich vor den Autos erreichen, Chico abspringt und ihn dann einfängt. Und das hier wurde natürlich erstmal von den Reitdoubles gemacht.
Jetzt wechselt das Ganze auf den richtigen Chico, also auf den Schauspieler Christoph Moreno. Man sieht also zunächst das Reitdubel angaloppiert kommen, dann wird ein Schnitt gesetzt und dann sieht man den richtigen Schauspieler, wie er abspringt und den Allegro einfängt. Als diese letzte Szene dann im Kasten war, hatten wir alle Feierabend und waren mehr als glücklich und zufrieden über den tollen Tag. Ich bin auch jetzt noch fasziniert, wenn ich daran zurückdenke, wie schön die Zeit dort gewesen ist. Und ich hoffe, dass euch dieser Einblick in die Pferdearbeit gefallen hat, dass ihr es auch so spannend fandet wie ich. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüss.